Guten Tag. Der Verein Fairfish ist seit 2004 im Senegal tätig, vor allem im Süden des Landes, in den armen, abgelegenen Fischerdörfern am Meeresarm Saloum. Dort sind wir bis heute gut verankert und dort zählen unsere Freunde bis heute auf unsere Unterstützung. Darf ich Ihnen kurz zeigen, wie Sie uns dabei helfen können? Im Saloum hatten sich verschiedene Dörfer in einem Fischereiprojekt von Fairfish engagiert. Doch leider ist der Markt in Europa noch nicht bereit für einen fairen Handel mit Fisch. Bis es soweit ist, wollen wir in den armen Dörfern eine wirtschaftliche Entwicklung außerhalb der Fischerei anregen. Im Dorf Fayako zum Beispiel entsteht ein Musterobstgarten, dessen Ernte den Aufbau von weiteren Obstgärten finanzieren wird. Projektleiter vor Ort ist Usman Ba, ein ausgebildeter Gärtner, der früher die faire Fischerei in der Region geleitet hat. Eine Vertrauensperson in Fayako ist Mariama Sar, die einzige Präsidentin der Fischhändlerinnen von Fairfish in der Region. Des apports économiques, mais il voudrait varier. Bénéfice nos pros effets. Hara, fika, kam, tout ça a été fait. Bon, il a dit que les bénéfices seront rentables pour le village, comme les bénéfices qu'on a de faire fils qui sont revenus et qui ont été investis au niveau de Fayako. Ça leur a bien servi et ils sont toujours derrière Fairfish. A manqué où pour projet VZV à démarrer. Bon, c'est-à-dire, ce qui manque pour démarrer, c'est le financement et les moyens. Ils ont le terrain et la collecture, mais c'est un financement qui manque. Quand on arrive à aller le camp VZV. Bon, elle a dit qu'elle sera actrice au niveau du projet Verger et elle va surveiller aussi le travail. Diki Allah elle est Khana Refka Kialeles comme Verger fait. Bon, il a dit que je continue à les aider en tant que technicien horticole. Bon, elle a dit que j'ai jamais gâché tel projet venant de Fairfish et investi au niveau de Fayako. Il a dit encore que je puisse faire de mon mieux pour mieux les aider. Ensuite, en fin de compte, nous remercions nos amis qui sont venus prendre cette vidéo, précisément Madame Christophe et Monsieur Christophe. On vous remercie de passage et Fairfish est là toujours vivant. Malgré la peste qui a été arrêtée et que toute la population des îles du Saloum pleure cet arrêt de Fairfish et on souhaiterait que Fairfish revienne pour la peste. C'est ce que la population et les insulaires demandent à tous les bailleurs qui peuvent aider ces pauvres. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf knapp 8000 Euro. Damit werden drei erste Obstgärten aufgebaut, jeder misst 400 Quadratmeter und trägt 22 Fruchtbäume. Die Ernte dieser Gärten wird den Aufbau vieler weiterer Obstgärten in der Region finanzieren. Dadurch kommen die Menschen in der Region Saloum zu einer vielfältigeren und gesünderen Ernährung und gleichzeitig zu einem kleinen Einkommen. Entscheidend ist nun, dass wir mit dem ersten Garten starten können. Mit 20 Euro finanzieren Sie die Pflege von einem Quadratmeter Gartenboden, mit 360 Euro die Pflanzung und die Pflege von einem Obstbaum. Hier sehen Sie unser Spendenkonto. Alles Weitere über dieses Projekt finden Sie auf dieser Webadresse. Oder bestellen Sie sich die Broschüre zum Projekt bei unserer Adresse hier. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.